Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Pokémon Jam. Ich wünsche euch alle einen schönen Sonntagnachmittag. Ich hoffe, euch geht's gut. Wetter ist gigantisch. Ja, meine Freunde, heute gibt's kein klassisches Sonntags-Opening so gesehen, weil ich momentan echt, ich bin ein bisschen ausgebrannt, muss ich auch noch sagen. Das Pre-Release hat bei mir echt ziemlich harte Dinger, harte Spuren hinterlassen bei mir. Aber wir öffnen heute etwas Fanpost und dazu gibt's nach diesem Fanpost-Opening noch die Openings vom Pre-Release von letzter Woche, wo ich mit dem Sascha, mit dem Dennis, mit dem Flo, mit dem Domi und dem Robodog und weiß der Kuckuck mit wem was noch alles war. Das gibt's dann nach diesem Fanmail-Opening noch zu sehen. Also Opening gibt's natürlich wie immer, nur halt ein bisschen anders. Oder so wie es hier wie ihr bisher meine Pre-Release Openings halt kennt, bisschen unspektakulär oder ja unprofessionell, aber trotzdem ganz gut eigentlich. Fangen wir mit dem ersten Brief an. Der erste Brief ist vom nicht vom Krypto. Ah, da. Hi Stefan, Ibims, der Finn Mauditzel, Discord, Mauditzel, YouTube. Okay. Vom Finn Mauditzel, vom Finn. Oh no. Wieso hat er den da jetzt noch drauf? Vom Finn. Der gute Finn, ach so, bitte schick mir ein, zwei Muse. Jemanden, was du dafür abgeben, je nachdem, was du dafür abgeben möchtest. Hä? Später irgendwann. Danke. Nach, denn ich, was nach? Hä? Irgendwann nach, denn ich möchte alle Muse sammeln. Also wäre das sehr nett. Oder was zwar schade wäre, aber auch okay. Irgendeine Karte, die dir, die es dir wert ist. Also gar keine Karte, Finn. So, wir öffnen. Das ist bloß ein Scherz. Wir öffnen den Brief vom Finn und gucken uns an, was uns der Liebe hier geschickt hat. Einmal ein Shiny Mew, das er uns gemalt hat. Mew ist wütend. Ein Krüppel Shiny Mew erscheint. Wow, okay. Cool. Tausch. Ach, haben wir getauscht, Finn? Haben wir. Nee, wir haben nicht getauscht. Haben wir getauscht? Hä? Was haben wir denn hier noch? Eins. Hier steht eine Eins drauf. Verwirrt mich nicht immer. Hi, Mark. Nee, Stefan, oder? Ja, ich glaube Stefan. Hi, Stefan. Ich hatte mir mal ältere Cards bei Mail-Videos von dir angesehen und bemerkt, dass du immer weniger selbstgemachte Karten bekommen hast. Und deswegen wollte ich dir auch mal eine machen. Oh, das ist aber nett, Finn. Und alle müssen dieses Video liken und Pokémon JM abonnieren. Danke. Okay, das heißt, wir haben hier eine selbstgemachte Karte vom Finn. Und zwar ein Mega M Pikachu Level X. Wow, okay. Cool. Donnerblitz macht 1 Million Schaden. 100% Legit und Mega Eisenschweif macht 200. Okay, Donnerblitz macht 1 Million und Mega Eisenschweif 200. Attacken können nur einmal eingesetzt werden. Oh, okay. Oder ist das die GX-Attacke? Ne, es ist eine Level-X-Pokémon. Entsteht aus. Ach so, es ist ein Mega-Mega-Pikachu. Okay, und es entsteht aus Mega-Pikachu-EX. Holy shit, okay. Ist gegen GX-Attacken immun. Okay, hier im Hintergrund haben wir ein Gewitter. So sieht mir das irgendwie aus. Und das Pikachu ist einfach nur super riesig. Okay. Unglaublich. One-hittet jedes Pokémon. Okay, für unendlich viele Energien. okay, ziemlich cool. Ziemlich cool, Finn. Da muss ich jetzt doch schmunzeln. Da haben wir noch drei. Ach so, und die Evoli-Sleeve, die ich dir geschickt habe, kannst du behalten. Aber es wäre mega nice, wenn du mir eine beliebige andere Sleeve zurückschicken könntest. Halt so eine wie Evoli. Und kommt das Pikachu in deine Pikachu-Sammlung oder zu den anderen Fan-Cards? Puh, ist natürlich eine gute Frage, ob ich die Karte zu meinen Pikachus packe oder zu meinen Fan-Art-Karten. Muss ich mal noch entscheiden. Im ersten Moment nur an die Fan-Art-Karten gedacht, aber natürlich ist es ein Pikachu, was auch in die Pikachu-Sammlung passen würde. Okay, hier haben wir noch eine Autogrammkarte von Finn bekommen. In einer Evoli-Sleeve. Und jetzt haben wir hier, was auch immer wir getauscht, ich wüsste, er hat jetzt auch nichts im Brief geschrieben, dass wir getauscht hätten. Und ich wüsste es auch jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ich
Ich habe ewig nicht mehr mit jemandem getauscht. Okay, nee. Oh, wow, es ist ein Wrestler-Pikachu. Oder haben wir das getauscht? Ha. Ich habe jetzt im Moment echt überhaupt keine Ahnung. Ich versuche gerade, die Karte aus das Leaf zu befreien, ohne dass ich die Karte irgendwie zerstöre. Aber Finn hat das Ganze ja wieder mal super zugeklebt in einer fast perfect size Leaf, hätte ich jetzt was schon gesagt. Aber der Stefan schafft es. Der Stefan schafft es. Der fährt jetzt einfach mit dem Messer rein und öffnet die Karte so. Oh, zwei Pikachus. Okay, das Wrestler Pikachu hatte ich auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht. Das ist nicht mal aber es ist nicht mal die Holo. Oh, Holo wäre cooler gewesen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob wir es getauscht haben oder nicht. Also ich sage jetzt auf jeden Fall schon mal Danke, Finn. Und ich muss dann später mal im Discord nachforschen, ob ich mit dir getauscht hätte. Weil wenn, dann wüsste ich nicht, dass ich. Oder habe ich dir auch was geschickt? Okay, der nächste Brief kam von Carina. Carina Flick hat uns ja auch einen Brief geschickt. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht auch irgendwie ein Tausch ist oder so. Und ich habe keine Ahnung, habe ich irgendwie Schlaf gewandelt oder so und im Schlaf getauscht mit euch? Keine Ahnung. Hallo Stefan. Auch dieser coole Blog, den habe ich auch noch. Hallo Stefan. Ich habe erst vor kurzem wieder damit angefangen, Pokémon-Karten zu sammeln. Dabei bin ich auf deinen YouTube-Kanal gelandet. Auf deinem YouTube-Kanal gelandet. Okay. Deine Videos sind super und sehr unterhaltsam. Mach bitte weiter so. Okay. Ich wäre dir dankbar, wenn du mir die beigelegte Karte unterschreibst. Liebe Grüße, Carina. Okay. Cooles Nobili-Cat gezeichnet. Das ist, glaube ich, das Artwork aus dem Dschungelset, glaube ich, von diesem Snobelicat. So, ich nehme mal wieder mein tolles Messer. Wir schneiden den Teser auf. Oh, wow! Da liegt sogar ein Euro mit dabei zum Zurücksenden. Die Codes hinter dem Pikachu sind für dich. 1 € Stück für das Zurücksenden. Oh, das ist aber nett. Bitte die Rückseite unterschreiben. Meine Adresse siehst du, wenn du dieses Blatt aufklappst. Ah ja, okay, es ist Gott sei Dank auf der anderen Seite. Okay, welche Karte sollen wir denn unterschreiben? Oh, wir sollen diese Wasserenergiekarte auf der Rückseite unterschreiben. Okay. Okay, let's make this happen. Wo ist mein Stift? Wo ist mein Stift? Da ist mein Stift. Juhu. Stefan von Pokémon Jam. Tja. Was soll mal jemand sagen, wir haben keinen Fanservice, ne? So, und dann haben wir hier. Ach so, und hier dahinter haben wir dann noch oh, ein tolles Pikachu aus dem Basis, aus dem Dschungelset. Und ein Pandy. Ist das ein Aufkleber? Wenn ja, dann klebe ich mir den noch auf mein MacBook. Einfach nur was Cooles. Ich reiß das mal herunter. Oh. Was für tolle Codes haben wir denn bekommen? Oh wow, die sind sogar. Oh Gott, die sind sogar gelocht. Mit Pfötchen. 2 Stunden der Wächterbooster. Cool. Nice. Danke. Und ein Pikachu aus Dschungel. Das ist auch sehr schön. Habe ich zwar schon, aber ist trotzdem sehr schön. 1 € zum Zurücksenden. Deine Karte. Ich lasse es so drin. Und. Ja, das ist ein Sticker. Aber Pandy ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblings-Pokémon. An sich klebt es vielleicht doch nicht unbedingt auf meinen Laptop drauf. Aber trotzdem nett. Okay, Carina, vielen Dank. Karte schicke ich dann morgen gleich zurück. So, und jetzt haben wir noch einen großen Brief, bevor es jetzt zum Pre-Release-Opening geht. Einen großen Brief von Paul Kurt. Mal gucken, was uns der gute Paul schickt in diesem großen Brief. Ach, ich glaube, Carina, du warst auch die mir noch geschrieben hatte wegen den Wölfen aus den ganzen Force of Will Boostern. Ich hoffe, das ist dein Brief. Dort sind Karten drin. Dort sind die Karten drin. Welche Karten? Okay. Wow. Erstmal gucken, ob hier irgendwo eine Adresse steht. Nee.
Hi Stefan, ich heiße Paolo und bin 9 Jahre. Ich mag eure Videos ganz, ganz. Also für 9 Jahre hast du auf jeden Fall schon mal eine schöne Handschrift. Das muss man schon mal sagen. Da habe ich schon viel Schlimmeres gesehen. Ich mag eure Videos ganz, ganz doll und ich finde dich cool und würde mich freuen, wenn du mir die Wasserenergie unterschreibst und sie mir zurückschicken könntest. Oh, grüß Marc von mir. Hallo Marc, ich soll dich von Paul grüßen. PS, PS. Stefan? What? Okay. Cool ist Pokémon Champ. Marc und Stefan. Marc und Stefan sind cool. Hyperball. Puh. Cool. Pokéball. Okay, cool. Danke, Paul. So, dort sind Karten drin. Gucken wir uns mal, was er uns für dein Tempo eingepackt hat. Für tolle Karten. Oh, wow. Oh, wow. Cool. Lauter Trainer. Lauter Trainer, die Paul nicht mehr braucht wahrscheinlich. Aber sehr, sehr nett. Oh wow, sogar eine Reverse Holo. Roxanas Nachforschungen. Coolen Kampffahnder. Wow, schade, dass man den nicht mehr spielen kann. So, jetzt haben wir hier noch meine Katze schreit wieder im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Aber die hat jetzt einen ordentlichen Schrei. Sie will schon wieder raus oder in meinem Zimmer rein. So, und hier. Oh wow, hier haben wir noch einen Haufen Reverse Holos. Oh wow, cool. Ein gefälschtes. Nee, ist es ein echtes oder ist es ein gefälschtes? Das sieht irgendwie so gefälscht aus. Aber das ist safe gefälscht. Aber es sieht echt gut gefälscht aus. Also, ohne Scheiß, ich glaube, das ist einer der gefälschtesten Pokémon-Karten, die ich bisher in der Hand hatte. Ja, doch, die ist gefälscht. Die ist gefälscht. Aber die sieht halt echt legit aus. Also, man erkennt es bei genauerem Hinsehen schon, aber trotzdem, wenn man das jetzt mal mit einer Originalkarte im Hintergrund vergleicht, wow, da kennt man fast keinen Unterschied. Also wirklich nicht. Man merkt es halt in der Auflösung, dass die Karte nicht so genau gedruckt ist. Aber ohne Witz, das ist einer der bestgefälschtesten Pokémon-Karten, die ich bisher in der Hand hatte. Ha, interessant. Lilly haben wir hier noch. Rihorn. Kabador. Okay. Also vielen, vielen Dank, Paul, für diese Karten. Und sie ist minimal größer als der Rest. So fühlt sich zumindest an. Okay. Vielen, vielen Dank, Paul, für deine tollen Karten. Und wie gesagt, ja gut, die Adresse, die muss ich jetzt nochmal gucken, ob ich die nochmal vom Brief runterlesen kann, damit ich dir die Wasserenergie zurückschicken kann, unterschrieben. Und dann schicke ich das am Montag auch gleich weg. Na? Ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Zugucken beim Cards by Mail. Ich weiß jetzt nicht, ich bekomme nämlich morgen mein neues Auto. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch dazu komme, dass ich für Mittwoch dann dieses Random Unboxing. Ich habe da wirklich was richtig Geiles. Zu einem Unboxing mache. Also, es könnte sein, dass diesen Mittwoch ein Random Unboxing kommt. Ansonsten gehe ich jetzt dann gleich live auf dem Mr. Twain Kanal. Könnt ihr unten in der Videobeschreibung findet ihr meinen Gaming-Kanal. Und könnt mir ein bisschen beim Shiny Hunten zugucken. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Pre-Release Opening. Also lasst das Video noch nicht wegklicken. Viel Spaß jetzt beim Pre-Release Opening und wir sehen uns dann vielleicht später im Stream. Oder spätestens dann am Mittwoch, hoffentlich. Bis dann, Leute, macht's gut. Ciao. Du kannst ja auch mal. Ja, die schafft es zum Filmer. Du schaffst das, Stefan. Ja. Du schaffst das. So. Oh mein Gott. Was gibt's überhaupt für Promos? Das ist jetzt natürlich die Frage. Und? Oh, Volvo Rock. Aber das ist eigentlich die mit dem coolsten Volvo Rock, finde ich. Ah, die kriegen ja die Jenny für 10 Euro. Okay. Awesome. So. Oh, egal. Die kommt auf Videos eh nicht. Die mag ich nicht. Aber okay, die Booster fühlen sich ganz komisch an. Was ist das denn für ein? Keine Ahnung. Kennt das Ding? Naganade. Bitte, 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 bitte. Wird nichts. Ein Richter. Oh, ganz schlecht. Keine Ahnung. Come on. Ich kenne noch keine einzige Karte von der Set. Also, aus die Tricks dann, aber. Okay. Komm uns an, komm uns Rest, kann ich auch. Gar nicht schlecht. Ich will auch schon mal aufmachen. Komm. Ja, die Zitrone können wir doch unten machen. Oh, jawoll! Die Welt halb voll an. Läuft, was kann das eigentlich? Yes. Ich mach schon mal 10 Blüten. Alles klar. Sehr gut. So ist nichts Gutes drin. Hat sich schon mal gelohnt. Aber das ist die Welt halt, sieht eigentlich ganz nett. Ich bin zwar kein Fan von den Dingern, aber. Lol. Hast du noch einen Hit? Das war Gummi. Metallbrand. Ach, guck mal. Ich glaub, das ist ein Tag am Kopf. Was hast du da für ein Promo?
Wollt ihr? Du machst jetzt einfach alles auf, gell? Ich hab eine Tabelle. Da hab ich wirklich viel Glück. Ach, ich hab wollte ja. Das musst du noch nicht aufmachen. Nee, nur das. Ah, okay. Passt? Bin zufrieden. Okay, du bist, oder? Okay. Jetzt kommt die Enttäuschung. Ja, klappt. Machst du das auch auf? Oder was denn? Wo ist denn eins überhaupt? Ich mach meins einfach auf, ich brauch keinen Mikro. Hallo, was ist da jetzt? Ich bin gespannt, was ist denn da gerade? Oh, das ist gerumpt. Viel Glück an alle. Ich hab ein Elektrodeck mit Möglichkeiten. Okay, nix. Hallo. Hab ich auch, Gummi. Welche Promo? Ah, du mit die gleiche Promo wie ich. Und Toxic-Quatsch. Kampf, Elektro. Kampf-Elektro-Deck oder was? Nicht den Code zeigen. Ja. Nicht den Code zeigen. Eigentlich ziemlich geil. Oh, ich hab einen Pull. Echt? Volcanion. Volcanion. Prism. Prism. Gar nicht so schlecht aus eigentlich. Ich hab schon mal besser als letztes Mal. Ja. Boah, bist du aber schlecht geschnitten, Alter. Ja. Hast du alles auch oder? Ja, weil ich brauch länger zum Deck bauen. Ich glaube, das mit dem Film ist so gut. Nee, das ist mal gucken, wie kann er warten, die Karten aufzumachen. Sie kann warten. Was geht da? Aber ich schaff das einfach, okay. So, also ich hab keinen. Bitte? Ich schaff das einfach dann. Ja, ich mach dann jeder. Bis jetzt, ja. Die Welt, Alter. Du bist aber der Einzige, der wohl neben dem Flo noch Booster aufgemacht hat. Ne, der Flo hat seinen Ultra-Pressen-Ding und so. Ja, ich hab immerhin halben halt. Und? Noch ein Ballstern. Ich glaub, mein Deck könnte ganz gut werden. Ich kaufe mir einen Booster auf. Ach, das ist ein Holo. Ja. Die Amagaga. Was macht die Bratpfanne? Oh, geil. Das war ein Stadion. Und das hast du gezogen, Domi. Nicht hey! Guck mal! Ich ausgedacht. Hupa! Schön aussehen tun sie ja, ne? Ja. Oh nein, das ist rot an mir eine Rare in dem Set. Ja, das ist schon drin. Rare Rotom drin, Alter. Was? Ein Rare Rotom? Ja. Nee. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Geil aussehen. Das wollen wir kennen ja auch, ne? Oh. Und wieder nix? Nö. Okay. Ach, komm, das ist der Booster. Das ist Prism, Alter. Oh Lord. Ich möchte auch was. Die will ich haben. Dennis, was nichts. Was ist deine Booster? Was macht Dennis? Ja. Hattest du was? Nein. Warte mal. Gar keine? Gar keine. Wir haben bis jetzt nur einen Hit, das ist die Welt von PPP. Ja. Läuft. So. Ich hab's Wolverock. Als. Sei froh, dass er Glück hatte, PPP. Karma. Wollen wir eben den Müll hier weg? Ja, super, danke. Okay. Wieder das mal Zeiten. Ich auch. Ich hab auch schon einen Bauer. Burengard. Ich schmeiß ihn nicht. Und ich glaube, es ist diesmal sogar gar nicht bad. Pelinara. Der wird mager aus. Jo, das schaut morgen aus. Ein Rex Blizzard. Ja, ein Busch ist gut. Und. Last Pack Magic. Ah, Avoltriant. Okay, nö, war auch nichts. Hast du was drin gehabt? Mager diesmal. Auch nichts. Dennis, öffne deine Preise. Darf ich anfangen, ja? So, ich hab drei Preise, ja. Wow. Ich hätte gern. Ich hätte gern einen Hit. Ja? Ja, soll man Booster tauschen? Weil ich einfach. Beim Previews nichts gezogen oh habe. Was stimmt nicht mit ihr? Jeder andere. So, was denn? Meine Lloyd, Venikoro, Vesprit, Sion, Obai, Gummel, Ramokles, ich muss so Karten trinken. Scheiß auf den Common Jam. Magnuson und die Rares an. Ja, scheiß auf den Common Jam. Go for it. Das ist ein Video. Ja? Eine Feenenergie, Selfer, eine Lady, ein Hooper, Fizzgora, oh. Arctic. Das war ein süßes Hooper, das ist aus dem Film. Golfer, Nehikel, Nebendeck und Maskito. Maskito. Ja. Coole Maskito. Ja. Und ein letztes Polo. Wow. Du? Papa Alex. Wieso liegt hier? Die haben wir mit Absicht hergelegt. Ach so, schwul. Das Ladero. Offensichtlich da geht die Monetarisierung dahin. Yes! Da war's so. Skoppel, Kurmel, Schneebedeck. Oh, ein Finale. Oh, nice. Wir machen das einfach on the go. Achso.
Verdeckt. Mit Kartentrick? Egal. Wie du willst, bitte. Ja. Machen jetzt mal einen Pokémon-Jam oben. Ja, ich bin mal auch hier. Ja. Tatsächlich. Da, ja, danke für den Gastauftritt. Ja, ja, bitte, bitte. Du darfst gerne wieder zu mir hier nach Leipzig fahren. Und komm, komm, komm. Ah, immerhin knacker Kolo. Jetzt ist die endlich mal ein Holo, ne? Ein Holo. Das, ja, das habe ich mir irgendwie gewünscht, dass die eine Holo ist. So welche? Ja, 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 ja. Die finde ich. Achso, bei dem letzten Set Wasserkopf. Mhm. Genau, deswegen. Ja, jetzt ist da Kampfkarte. Mhm. So. Macht's nochmal besser. Heurika. Oh, ja, ja, cool. Was macht denn die? Ach, das ist die mit dem Psyguard. Ach so. Hast du was gehabt, Flo? Nö. Die Lady und as always. Das Beste ist, ist genau. Für nächste Folge. Ey, je mehr Booster das mal aufmachen, umso mehr kriege ich Angst, dass einfach dass vielleicht Displays gibt ohne Hit. Nein, die Hemden hatten ganz viele. Ja. Oh, natürlich. Aber wir einfach nur die Short Booster dadurch. Dennis, ich war ein Judge. Das hältst du, gell? Oh, das kommt bist du. Und? Ja. 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 Da, weiter mal, meine Lieben. Ja. Stefan, bist du aufgeregt? Ja, go, Stefan. Bisschen. Go, Stefan. Jetzt hast du 3 Hits. Hey. So. Das Ding habe ich Energie. Komm jetzt hier. Ist irgendwas rauschen. Von der Baby, ich halte jetzt einmal ja so, weil sonst ist das... Irgendwann möchte ich mal Holo Holo. Oh, cool. Was kann die eigentlich? Kann ich mal. Bitte? Man hätte es auch fürs Video vorlesen können, aber. Holo-Trainer-Karten? Ja. Ja, ist eine drin. Das ist ja krass. Ja, auch noch mehr Trainer. Die findest du dann heute so. Nie wieder her. Energie, dachte denn. Lady, Mexico, Aqua, Quirmel, Whiskala, Volcanion Prism und Pandagon. Aber die Promo sieht mega. Aber ich hab mal 2 Hit, ne? Ja. So, letztes Booster. Ich hatte einen Prism Star. So, Energie, Zygarde, Mistro. Cora, BB, Reboot, Foxy, Zygarde, Reverse und Würmgard. Okay, meine Frist war's.